Also 95% schneid das. So. Schneid das raus. Also okay, die Kamera läuft ganz kurz. Ich möchte als erstes sagen, dass wir eigentlich gar keine Biertrinker sind, sondern Apfelweintrinker. Nein, eigentlich gar nicht. Außer er vielleicht. Stimmt. Nein, ah. Nein, er hat recht. Ja, siehst du, geht schon los. Deswegen sollst du das schneiden. Wir trinken eigentlich Apfelwein-Cola nichts. Alle. Und wir müssen jetzt Bier trinken, weil das da stand und es hier kein Apfelwein gibt. Ich möchte das nur von Anfang an betonen. Nicht, dass die Leute hier behaupten, wir sind betrunken. Sauer gespritzt ist besser als wichtig Cola. Ist mir völlig egal. Wir trinken es einfach. Ja, gut. Mein Gott. So, dann stellen wir euch jetzt erstmal vor. Servus Leute, herzlich willkommen zur Quasselstunde mit Extrem Unangenehm. Erstmal die erste Frage, wie kommt man auf den Namen Extrem Unangenehm? Unser Sänger, der war damals unterwegs mit dem verlorenen Jungs-Shirt, mit dem Logo Extrem Unangenehm, also mit dem Titel. Und da wurde von irgendjemand angelabert, von wegen, ist das deine Band? Dann hat er gedacht, na gut, dann machen wir das halt so. Ist so, ganz einfach. Und Verloren Jungs war eh eine geile Band und passt schon. Das wäre eine coole Geschichte, wie man aus so einer kleinen Sache sowas machen kann, eigentlich. Wie viele Jahre gibt es euch jetzt schon und was sind eure Ziele in den nächsten Jahren? Also Extrem Unangenehm gibt es eigentlich seit 2008. 2 Jahre lang war Dümmelei und hier mal ein bisschen und das und das. 2010 gab es halt mal ein Demo-Album, was es eigentlich nicht öffentlich gibt, eigentlich, sagt man mal so. Es ist halt so rausgerutscht. Irgendwann, ja, genau, ist so rausgerutscht und irgendwann wurde halt mal gesagt, wir müssen ein bisschen weiterkommen oder sonst irgendwas. Und dann hat man mal gesagt, dann spricht man halt mal mit gewissen Leuten wie Pascal von KB Records und ja, seitdem läuft das eigentlich ganz gut. Und was gab es so für Konzerte, die euch bis jetzt so voll im Herzen geblieben sind, wo ihr sagt, ey, das werde ich nie vergessen, weil das Konzert war sowas von geil oder ist eigentlich jede Show für euch immer geil? Also die geilsten Konzerte für uns ist immer halt noch, das sind unsere eigenen Konzerte, die wir halt veranstalten, das von Freunde für Freunde, kann man das so sagen. Und halt das Spots, Boots United, weil das sind die Leute so in der Sicht, das sind halt auch die Hardcore-Fans von Extrem Unangenehm oder halt bei uns. Und bei mir im Sägewerk, kleine Kneipenkonzis, die machen halt immer noch am meisten Spaß. Sowas wie hier, ganz klar, nimmst du mit, damit man in breiten Masse mal was darstellen kann. Aber die geilsten Konzerte sind halt immer nur die kleinen, wo man jeden kennt, wo jeder mitsingt, wo jeder Spaß hat und wo eigentlich auch jeder auf die Bühne kommt und mittrinkt und sonst irgendwas. Das macht halt immer noch am meisten Spaß. Ja. Die geilsten Dinge sind halt einfach so, als Musiker gesehen, wenn dann wirklich die Leute aus dem Publikum hoch auf die Bühne kommen, feiern die ganze Geschichte mit und jeder kennt den Text, es ist einfach total geil und es ist halt nicht diese Schranke zwischen Zuhörern und Musikern, sondern einfach so ein, einfach eine Krisenparty. Ja, das ist das Geilste an der ganzen Geschichte. Und was ist so ein Konzert, was ihr auf jeden Fall nicht nochmal erleben möchtet? Oder gab es das bis heute noch nicht? Oder sagt ihr, ey, ich möchte maximal vor 5000 spielen, größer habe ich gar keinen Bock drauf? Nee, weniger, eher weniger. Also gar nicht vor so großen... Weniger das, ist mehr. Das Beste sind Kneipenkonzerte und sowas wie ich meine, so große Hallen wie hier oder Bots oder damals Ehrlich und Laut. Das ist schon ziemlich krass mit so ein paar hundert Leuten aber oder 1000 Leuten. Aber brauchen tun wir das nicht. Es ist richtig schwer. Richtig, richtig geil ist einfach, wenn du wirklich in einem kleinen Laden stehst, die Hütte ist voll. Also, und lass es 50 Leute sein. Ja, und man feiert und die Brühe läuft von der Decke runter und sowas. Ja. Man kann schön einen saufen. Wir sind bekannt dafür. Wir trinken vorher, wir trinken nachher. Wir gehen niemals nüchtern auf die Bühne. Das ist unser Ding. Ja, und generell saufen halt gern. Ihr trinkt vorher, ihr trinkt nachher wahrscheinlich im Backstage meistens, wenn ihr einen habt. Wenn ihr jetzt einen Backstage-Bereich habt, was darf in eurem Backstage-Bereich nicht fehlen und ihr dürft nicht die Wörter Alkohol und Frauen benutzen? Oh, Fleisch. Also ja, wir sind alle total vegan und Torfufresser. Nein, also was absolut im Backstage-Bereich nicht geht, sind dicke Weiber. Da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Oder nicht? Nein, so fertig. Mein Gott, ey. Außer sie das haben. Ist so. Na egal. Okay, ja, gut. Mein schon. Gott, nee, das ist so. Also generell, wir sind da offen. Generell machen wir einen Auftritt, haben irgendwann den Auftritt fertig. Das Feedback holen wir uns sowieso von den Leuten dann hinterher. Unten sowieso. Was heißt unten?
am Merch, also wir sind keine, die irgendwie groß im Merch rumsitzen oder sonst irgendwas. Also wir stehen dann halt dort und trinken. Wie gesagt, wir sind gerne Trinker, ja, und weißt du eigentlich, was du da erzählst? Eigentlich nicht, ich bin total besoffen. Halt. Also, halt, aber es klingt sehr gut. Nein, ist alles gut. Er ist ein wenig verwirrt. Er ist ein wenig verwirrt, aber das gibt keinen passt schon. Also generell muss man sagen, es macht Spaß. Sowas wie hier ist eigentlich eine Ausnahme mit diesen typischen Deutschrock-Sachen und sonst irgendwas. Wir spielen halt lieber in kleineren Clubs. Macht mehr Spaß, wo jeder alle Texte kennt, wo die Leute unter sich sind, wo wir jeden Homie einzeln kennen oder sonst irgendwas. Und die Party ist da und Parole, Spaß, fertig. Und dann macht das gut, naja, läuft das. Das war ein schöner Abschluss. Dann habt ihr denn noch, um den spaßigen, runden Abschluss jetzt zu finden, einen Witz? Einen Witz? Ein Witz? Ja. Warte mal, ganz kurz. Inkorrekt sein. Dicke Ficken ist wie Mofa fahren. Darf sich nur nicht erwischen lassen. Oder nein, warte mal, ich hab noch einen. Wie nennt man einen kleinen Türsteher? Sicherheitshalber. Die werden ja immer schlimmer. Nein, das ist, ja, die werden immer schlimmer. Du hast da gefahren. Nein, das ist vollkommen okay. Wir wollen ein bisschen Spaß haben, wir wollen ein bisschen trinken. Das ist die Hauptsache. Auf unsere Unkosten kommen und alles andere ist erstmal geradeaus. Und, ja, es ist also, ja. Alles andere regelt Pascal oder wie war das? Ach, oder so. Wenn es überhaupt jemand regelt. Ja, wenn es überhaupt jemand regelt. Das, nein. Ungeregelt ist meistens besser. Ja, das ist schon. Wir wollen ein bisschen Spaß haben. Wir als Punkrock. Also wir als Band. Genau, wir sind Punkrock. Wenn es so ist, sind wir eigentlich Punkrock. Also wir als Band, die generell sich um nichts kümmert, tatsächlich, wir kümmern uns echt um nichts. Wir sind unglaublich froh, dass wir unseren Lars haben, der diverse Dinge mit alles macht. Wir hätten nie was zu saufen, wenn dieser Typ nicht Schnaps vorher mit in den Merch reinschuppern würde. Und ja, wie gesagt, wir trinken halt gerne und es ist halt einfach, es ist so unser Ding. Da ist, ja, es geht Subkultur nicht um Geld verdienen. Fertig. Subkultur. Genau. Subkultur. Nein, ist das letztendliche Wort des Abends. Das war eine schöne Abschlussrede gewesen. Ich danke euch für das kurze, knackige Interview. Und wünsche euch viel Spaß. Die drei von der Tanke. Genau. Bis dann. Ciao, Leute. Alles super.